boah, sind das immer viele Socken da. Der will uns immer filmen, wenn ich hier erschöpft zusammenbreche. Der will da dokumentieren, wie du hier mit 75, fast 75, na, die na, Treppe hoch. Ja, ich bin fast 74. Ja. Also, ich könnte da rein. Hallo. Hallo. Danke, dass Sie gesehen haben. Ja, es freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe schöne Fragen vorbereitet. Und in dem furchtbaren Europa kommt die Polizei aus Deutschland, die Organisation und Planung aus Italien, die Küche aus England, die Technik aus Frankreich und die Liebe aus der Schweiz. Ja. Das ist heute noch witzig. Und wenn ich den Schweizern das erzähle, ist es nicht ganz so richtig. So, jetzt kommt das obligatorische Polaroid und dann geht's los. Gut. Das Wichtigste ist der Sound dabei. Also jetzt geht's den los. Stimmt allerdings. Das ist herrlich. Sie so herzlich wie möglich meinen heutigen Gast zu begrüßen, den Geigenvirtuosen Daniel Hupp. Darf ich Ihnen ein bisschen Wasser einsetzen? Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Lieber Daniel Hupp, Sie wurden 1973 in Durban, Südafrika geboren. Manchmal las man auch, dass es 1974 war. Weshalb diese Unsicherheit und dieses Hin und Her bei Ihrem Geburtsjahr? Das müsste doch eigentlich exakt feststellbar sein. Wann sind Sie denn nun geboren worden? Ich bin 73 geboren. Gut. Wir müssen mal versuchen, etwas Ordnung in Ihre Vorfahren zu bringen. Also da gibt es zunächst einen Ururgroßvater, der zusammen mit dem ersten einzigen jüdischen deutschen Außenminister Rathenau eine Fabrik in Deutschland gründete. Und zwar interessiert mich erstmal, war das Ihr Ururgroßvater mütterlicherseits oder väterlicherseits? Mütterlicherseits. Und es handelte sich wohl um eine Dampfmaschinenfabrik. Nun gibt es ja keine Dampfmaschinen mehr. Gibt es die Fabrik heute noch? Es gibt sie nicht mehr, nein. Aber was ich gefunden habe vor zwei Jahren, gibt es noch ein Wand in der Chausseestraße in einem Hinterhof. Und dort steht immer noch diese Zeichen von der Fabrik Valentin Eisenröhren und Eisen GmbH ist noch da. Ich habe es gefunden. Das heißt, in Berlin an der Chausseestraße? Da war ein Sitz von dieser Kesselfabrik von damals. Und da gibt's, man geht in den Hinterhof und ich habe zufälligerweise diese Wand entdeckt. Ja. Und das war unglaublich, davor zu stehen. Und das die gibt es nur, weil die Chausseestraße in der DDR lag und die war nicht so schnell mit dem Abreißen. Wissen Sie, da hat das gedauert. Ja. Erzählen Sie uns mal von Ihren Urgroßeltern. Wo wurden diese geboren und wohin wanderten sie aus? Also die Familie mütterlicherseits, die kamen alle aus Berlin, meine Urgroßeltern. Sie lebten in Berlin. Diese Familie, von der ich gesprochen habe, die Familie Valentin. Julius Valentin war ein großer Industrieller. Er war mit Emmy Rathenau befreundet. Die sind Ende des 19. Jahrhunderts sogar nach Philadelphia gereist und haben dort die ganze amerikanische Industrie kennengelernt, bewundert. Mit Rathenau, ja? Mit Rathenau, mit Emmy Rathenau. Die haben sogar ein Haus bewohnt zusammen in der Rauchstraße. Und als sie zurückkamen aus Amerika, haben sie sich geschäftlich getrennt und Julius Valentin hat dann ein Röhren- und Eisengeschäft gegründet. Sein Sohn hat dann ein Haus in Dahlem gehabt, im Dohl, 2-6. Und dieses Haus wurde von den Nazis enteignet.
Die Familie ist geflohen, zuerst über die Schweiz und dann letztendlich nach Südafrika. Und mein anderer Urgroßvater, der auch in Berlin gelebt hat, war Journalist und fanatisch in Deutschland verliebt und konnte sich nicht vorstellen, jemals Deutschland zu verlassen. Hat sogar auch, als die Nazis an der Macht kamen, sie unterstützt, bis die Nürnberger Gesetze kamen und es klar war, dass er auf deren Liste war. Und so hatte seine Familie, also mein Großvater und seine Frau, die Passage nach Südafrika ermöglicht und hat sich das Leben genommen in Berlin, weil es nicht ertragen konnte, Deutschland zu verlassen. Das ist interessant, dass, also das ist ja das Einzigartige an Hitler, nicht nur die industrielle Vernichtung von Leben, sondern dass ihn bei den Jüdinnen und Juden gar nicht interessierte, ob die für ihn oder gegen ihn waren. Das spielte überhaupt keine Rolle für ihn. Er wollte das Judentum an sich auslöschen. Man muss aber auch sagen, dass die Familie Ende des 19. Jahrhunderts konvertiert sind. Beide Urgroßväter haben für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft, waren hochdekoriert und haben sich als Deutsche gesehen und wurden überrascht von den Ereignissen. Ja, aber das Konvertieren zählte ja nicht nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen. Wie erlebten Ihre Großeltern, Sie haben es schon ein bisschen erzählt, und andere Angehörige von Ihnen, den entsetzlichen Holocaust? Also er brachte sich um, ein Urgroßvater, und die anderen Angehörigen, sind die zum Teil verschleppt worden oder konnten die meisten auswandern? War das unterschiedlich? Die konnten alle auswandern, allerdings der Urgroßvater, dessen Haus in Dahlem enteignet worden ist, der ist quasi auf dem Weg gestorben, weil er war ein gebrochener Mann und ist schon in der Schweiz, also kurz danach gestorben. Seine Kinder und seine Ehefrau sind dann nach Südafrika. Sagten Sie nicht gerade, dass er sich umgebracht hat? Das ist der andere Urgroßvater. Das ist der andere. Also, und der erste ist sozusagen auf dem Wege nach Südafrika gestorben. Genau. Haben Sie die Farm in Südafrika gesehen und erlebt, wo Ihre Urgroßmutter Hühner züchtete? Leider nicht, aber meine Mutter erzählt noch davon, weil sie hat das dann tatsächlich als kleines Kind erlebt. Es gibt Bilder davon. Mhm. Und man muss sagen, die Valentin-Familie war sehr wohlhabend. Und nachdem sie alles verloren haben, diese Veränderung zu einer Hühnerfarm inmitten von Südafrika, in dem Busch damals, muss man sagen, muss sehr dramatisch gewesen sein. Und meine Urgroßmutter hat dann Gardinen genäht, um über die Hürden zu kommen, hat aber zwei, drei Sachen noch aus dem Haus noch retten können. Also die haben noch immer noch Apfelstrudel serviert und Königsberger Klopse gegessen auf dem alten Teller, die sie noch haben. Also es gab Traditionen, die man behalten hat, selbst in Afrika. Ich muss Ihnen eine Kleinigkeit aus meinem Leben erzählen. Mein Vorfahr Oettel stammte aus Görlitz. Und das war der erste Hühnerzuchtverbandspräsident Europas und Deutschlands. Entschuldigen Sie mal, hatten Sie einen Vorfahr, der erste Hühnerverbandspräsident war? Also ich will das ja auch nur deshalb erzählen, weil bis dahin die europäischen Hühner hatten Haut und Knochen, aber kein Fleisch. Und außerdem legten sie nur zum Zwecke der Fortpflanzung Eier. Und wissen Sie, wo der Hühner eingekauft hat, die Fleisch hatten und das ganze Jahr über Eier legt? In China. Ist doch nicht zu fassen. Alles kommt aus China. Und so lohnte sich in Europa erst die Hühnerzucht. Und für ihn gibt es ein Denkmal in Görlitz. Da war ich dann natürlich auch, um ein bisschen anzugeben. Aber nein, ich sage Ihnen das nur, bei den Veganerinnen und Veganern habe ich ja keine Chance. Aber die Vegetarierinnen und Vegetarier essen ja gelegentlich ein Ei. Und die zu der Minderheit gehören, zu der ich gehöre, die beißen ja auch in ein Hühnerbein. Und ich möchte einfach, dass Sie ab jetzt immer, wenn Sie ein Ei essen oder in ein Hühnerbein beißen, an meinen Vorfahren und damit auch wohlwollend an mich denken. Anders ginge das ja gar nicht. Aber kommen wir zurück. Also Sie sagten schon, die Villa war okkupiert, Ribbentrop war ja schon längst ermordet worden, sodass die ganze Auswanderung also schon 1933 stattfand. Es ging los ab 33. Ab 33. Also mein Großvater wurde 33 sogar von SS auf der Straße zusammengeschlagen. Er war ein Beleuchtungstechniker. Er hat teilweise auch mit Max Reinhardt gearbeitet am Deutschen Theater. Und er hat gesagt, ich muss hier weg. Also er war ganz sicher,
was passieren würde. Und so zumindest ging der Geschichte in unsere Familie. Reinhard sagte zu ihm, er hieß Klein, Hans-Richard Klein, kommen Sie mit nach Hollywood. Weil er sollte dorthin zum Hollywood Bowl, um Sommernachtstraum zu inszenieren, diese gigantische Inszenierung. Und angeblich sagte mein Großvater, Amerika ist nicht weit genug weg von Hitler. Ich muss noch weiter weggehen. Und der weiteste Ort, den er finden konnte, für ihn war Südafrika. Und deshalb ist er auf dem Schiff und war weg. Ihre Eltern lebten ja in Südafrika, sodass Sie und Ihr älterer Bruder dort zur Welt kamen. Warum mussten Ihre Eltern Südafrika verlassen, als Sie etwa 6 Monate alt gewesen waren? Lag das an der Anti-Apartheid-Aktivität Ihres Vaters oder was gab es da für Gründe? Ja, also mein Vater ist Schriftsteller und war bereits ab Ende der 60er politisch sehr, sehr aktiv gegen Apartheid. Er wurde unter Hausarrest gestellt teilweise, seine Bücher wurden verboten. Meine Eltern wurden beschattet, die Telefongespräche abgehört. Übrigens ganz offensichtlich, also eines Tages klingelte ein Telefontechniker bei meinen Eltern an einem Sonntag und sagten Notfallsreparatur und ging an meine Mutter vorbei und vor ihren Augen haben sie eine Wanze in dem Telefon reingetan und haben gewunken und sind weggegangen. Also es war vollkommen öffentlich. Und meine Eltern haben gesagt, das ist keine Gesellschaft, wo wir unsere Kinder großziehen wollen. Und für meinen Vater war es eh sehr schwierig. Er hatte eine ganze Reihe von Gedichten veröffentlicht in einer Studentenzeitung, unter anderem von Leopold Senghor, der damalige Präsident von Senegal. Und ab diesem Moment war es sozusagen eine Kriegserklärung von der Apartheid-Regierung gegen ihn und gegen uns. Und so haben wir versucht, rauszukommen, aber wir haben keinen Reisepass bekommen. Und plötzlich, ich weiß bis heute nicht warum, hieß es, du kriegst ein Exit Permit, also eine Ausreisegenehmigung. Ja. Und die Abmache war, du kriegst aber diese... Aber da kommt man ja noch nirgendwo anders rein, ne? Korrekt. Und du hast auch keinen Reisepass. Du kriegst ein Dokument, damit du reisen kannst, aber du bist staatenlos. Und deshalb, du hast genau eine Reise irgendwo hin und musst auf das Beste hoffen. Das war 1974. Und unsere erste Station war Paris, war Frankreich, weil wir Freunde hatten dort. Wir haben da auf dem Dachboden gelebt von einem Freund von uns. Und irgendwie sagte meine Eltern, wir müssen irgendwie weiter. Wir müssen, also Paris, Frankreich ist es noch nicht für uns. England, lass uns England versuchen. Und da haben sie England angepeilt, haben es geschafft, dort anzukommen und kriegte aber gleich mehr oder weniger, nachdem sie angekommen sind, der Warnung, dass die da nicht bleiben können, weil wir keine Pässe hatten. Und so hatte meine Mutter sofort angefangen, Detektiv zu spielen und zu recherchieren. Und es war damals, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, wenn du einen irischen Großmutter oder Großvater hast oder hattest, konntest du die irische Staatsbürgerschaft bekommen. Und so wurden wir Iren. Da Sie schon in so vielen Ländern lebten, welche Sprachen beherrschen Sie eigentlich? Also Englisch, Deutsch und Französisch. Was denn? Nicht Irisch? Gaelic, also nein, nicht wirklich. In Ihrer Familie war die Beziehung zu Kunst und Kultur geradezu fantastisch erlebbar. Also Ihr Großvater mütterlicherseits war Regieassistent bei Max Reinhardt. Ist Ihnen davon erzählt worden, auch von der Art von Max Reimann? Haben Sie das gehört? Das ist doch irrsinnig spannend. Es ist irrsinnig spannend und tragisch, dass ich meinen Großvater leider nie kennengelernt habe. Die Eltern konnten Ihnen das erzählen, oder? Also meine Großmutter hat von der Berliner Zeit gesprochen. Sie hat auch von das Berliner Nachtleben erzählt. Sie hat von Admiralspalast erzählt. Sie hat von Toscanini, der nach Berlin kam und die ganze Stadt war in Aufruhr. Und es gibt in dieser Stadt sehr, sehr viele Stationen, wo quasi die Geister von meiner Familie zu finden sind. Es gibt Friedhöfe, wo Teile von der Familie liegen, von der Zeit davor. Es gibt Häuser, es gibt, wie genannt, diese Wand plötzlich, die ich entdeckt habe. Ja. Und so spüre ich sie nach und nach ein bisschen auf.
Ihre Mutter war Sekretärin und auch Managerin des weltberühmten Geigers Yehudi Menuhin. Sie haben ihn selbst erlebt. Erzählen Sie uns von ihm, auch davon, wie er Ihre Begabung entdeckte. Vielleicht muss man vorher auch kurz erklären, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, ja. Weil das ist alles andere als selbstverständlich gewesen. Wir waren in England, wir hatten zwar irische Pässe, wir durften bleiben, aber wir hatten kein Geld. Und meine Eltern hatten auch keinen Job. Und mein Vater, obwohl er einen Namen schon gemacht hat als Schriftsteller, hatte trotzdem als Südafrikaner es sehr schwer in England in der 70er Jahre. Da war eine sehr anti-südafrikanische Klima dort. Und er versuchte sein Glück als Englischlehrer und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und meine Mutter sagte, ich muss einen Job finden. Irgendwie muss ich irgendwas finden, um uns über die Runde zu helfen. Und sie ist sehr begabt, sie spricht 6 Sprachen. Und sie hat in Südafrika als Sekretärin studiert und trainiert. Konnte Kurzhand und so. Und nach vielen Versuchen begegnete sie irgendwann mal einen sehr hochgerätigen Stellenvermittler. Und dieser Stellenvermittler mochte sie anscheinend und sagte, ich hätte Teilzeitjobs als Sekretärin, die vielleicht ganz interessant sind. Kommen Sie morgen zu mir. Und am nächsten Tag ging sie dahin und er sagte, ich habe 2 Möglichkeiten. Sekretärin zum Erzbischof von Canterbury und Sekretärin zu Yehudi Menuhin. Und das Interessante ist, der damalige Erzbischof war in Südafrika und meine Eltern sind dorthin gegangen und die haben gewartet, dass er sich distanziert von Apartheid, dass er ganz klar sagt, dass das absolut inakzeptabel ist. Und das hat er nicht gemacht. Und die waren entsetzt darüber. Und deshalb sagte sie niemals zum Erzbischof. Aber sie sagte, ein Musiker, ein Geiger, wie schwer kann das denn sein? Und dann sagte er, ich muss Ihnen aber sagen, er ist wirklich nicht einfach. Er hätte schon zig Sekretären. Und dieses Job ist sowieso nur für 6 Monate. Wenn Sie wollen, gehen Sie hin, machen Sie ein Gespräch und schauen, was passiert. Sie ist dann am nächsten Tag zum Haus von Yehudi Menuhin gegangen. Er kam runter, war ein bisschen gestresst, war am Üben, musste sein Spiel unterbrechen, sagte, Sie sind die Neue. Kennen Sie den Unterschied zwischen Beethoven und Bach? Und meine Mutter sagte, ich glaube schon. Und sagte, gut, wann können Sie anfangen? Und aus 6 Monaten wurde 26 Jahre. Und das Erstaunliche war, dass er hat im Prinzip seine Welt für uns aufgemacht. Er hat gesagt, ich besorge euch ein Haus oder eine Wohnung. Ihr kommt mit mir, ihr reist mit. Ihr kommt zu meinen Musikfestivals, die Kinder kommen selbstverständlich auch mit. Und von 0 auf 180 sozusagen war plötzlich die Musikwelt für uns alle. Für mich, aber für alle war es das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Und er hat doch Ihre Begabung entdeckt. Wie kam es dazu? Also entdeckt kann ich nicht sagen, aber er hat es unglaublich geholfen und unterstützt. Mit 4 habe ich dann meine Eltern gesagt, ich will Geige werden. Und natürlich, wenn du umkreist bist von Musik und von Geigern und alles Mögliche, könnte es sein, dass ein Kind sagt, ich will das machen. Genauso wie wenn man sagt, ich will Astronaut werden oder Fußballspieler. Und er sagte, als er das gehört hat, lass ihn mal das ausprobieren. Ich besorge eine Lehrerin für dich oder für ihn. Er hat auch teilweise den Unterricht bezahlt auch. Und lass ihn einfach ausprobieren und gucken, was passiert. Und das war auch der größte Türöffner überhaupt, klar, weil ohne das würde ich sicherlich hier nicht sitzen. Wissen Sie, was Menuhin von dem 2. gleichzeitig weltberühmten Geiger David Oistrakh aus der Sowjetunion hielt? Ich weiß nämlich noch, als ich jung war, habe ich beide gehört, also Schallplatte, aber auch Rundfunk. Und ich weiß, dass sie einmal zusammengespielt haben. Oh ja. Und waren die so ein bisschen Konkurrenz zueinander oder haben die gesagt, spielt gar keine Rolle, du bist weltberühmt, ich bin weltberühmt. Nur das Zusammenspiel muss ja auch funktionieren. Also sie haben mehrmals zusammengespielt und er hat äußerst geliebt und sehr, sehr, sehr geschätzt. Und es gibt fantastische Filme, wo die beiden wirklich sehr innig zusammen musizieren. Ich weiß auch, dass Menuhin geholfen hat, Oistrakh
Ausreisevisum zu genehmigen, wo das manchmal auf der Kippe stand, genauso wie bei Rostropowitsch. Manion war der Erste, der zu Hörer griff und irgendwelchen Präsidenten angerufen hat und hat gesagt, lasst ihn raus. Und er hat tatsächlich unglaublichen Erfolg gehabt damals, 50er, 60er Jahre, mit sehr schwieriger Konstellation. Aber für ihn war Oistrakh immer ganz, ganz, ganz oben. Er hat immer von ihm geschwärmt. Im Gegensatz, sagen wir, zu Jascha Heifetz, denn er sagte, ja, er spielt schon toll, aber er ist so kühl und so. Aber Oistrakh war für ihn der König. Das ist interessant, weil der bekam von Brezhnev zu irgendeinem Geburtstag, weiß nicht auf welcher Beschlussgrundlage, eine Stradivari geschenkt. Die hat wohl $1 Million gekostet. Und die hat er nicht mehr aus der Hand gegeben. Also mir ist erzählt, wenn man im Flugzeug saß, dass er so ist mit seiner Stradivari, weil er immer Angst hatte, die könnte kaputt gehen. Was haben Sie denn für Geigen? Also, ich darf eine Leihgabe spielen, eine Guarneri del Gesù heißt dieses Instrument. Guarneri war neben Stradivari aus meiner Sicht der beste Geigenbauer. Er war zwar ein Schüler, wenn man so will, von Stradivari. Er ist nicht so bekannt als Name, hat keinen Erfolg in seiner Lebzeiten gehabt, im Gegensatz zu Stradivari, der weltberühmt war schon damals. Deshalb hat er es nicht geschafft, so viele zu produzieren. Aber was er produziert hat, sind einfach genial. Und der Klang und der Form von der Guarneri, gerade dieses De Gesù, das war seine Spitzname, also von Jesus quasi, sind erstaunliche Instrumente. Und dieses Instrument ist eine Leihgabe, die darf ich spielen, solange ich möchte. Und ich habe aber noch aus meiner Jugendzeit ein anderes italienisches Instrument, das ich damals von Yehudi Menuhin über 25 Jahre lang abgekauft habe. Was ist das für eine Geige? Das ist eine Galliano, also Gennaro Galliano, 1769. Alles italienisch. Alles italienisch. Aber die besten, witzigerweise, kommen alle aus einem Ort, Cremona. Also Stradivari, Guarneri, Ruggiero, also all die großen, Ruggiero meine ich, Amati, die waren alle von diesem einen kleinen, wunderschönen Ort. Ja, wahrscheinlich übertragen sich die Begabungen und so, weiß ich nicht. Aber Sie hören sofort, welche Geige das ist, also zumindest bei berühmten Geigenbauern? Also sagen wir so, wenn man eine tolle Stradivari oder eine Guarneri beherrscht, ja, und das dann noch spielt, es inspiriert einen auf eine ganz andere Ebene. Und ich höre das dann sofort, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das sehe und höre, weil sie alle solche Instrumente spielen. Die wenigsten von uns können uns das aber leisten, weil ja, $1 Million, sagen sie damals, wohl, das ist recht hoch für die damalige Verhältnisse. Ich hätte weniger gedacht, ehrlich gesagt, aber inzwischen... Na, die haben sie wahrscheinlich übers Ohr gehauen. Weiß ich auch nicht. Ist ja auch nur so erzählt worden. Ob es stimmt, weiß ich ja auch nicht. Ihr Vater war Schriftsteller. Welche Beziehung zur Ihr Vater ist Schriftsteller. Ja. Welche Beziehung zur Literatur hat er Ihnen vermittelt? Eine sehr intensive, sehr innige, also nicht nur das Lesen, aber das Schreiben. Das Schreiben hat er uns immer ermutigt, unsere Gedanken aufzuschreiben, selbst wenn man nur ein paar Notizen macht. Und da habe ich wirklich schon als Teenager eine Leidenschaft entdeckt. Ich habe beim Schulzeitung dann mitgearbeitet, Sachen geschrieben. Später dann, als ich gemerkt habe, dass man diese ganze Kunstform miteinander verbinden kann, habe ich angefangen, über Musik zu schreiben und dann Menschen zu interviewen. Und das ganze quasi journalistische Arbeit habe ich dann als Teil von meiner Musikerziehung gesehen. Und deshalb... Das ist auch das Ergebnis, sind auch diese drei Bücher, ne? Ja, also insgesamt habe ich 4 geschrieben, tatsächlich. Habe relativ früh angefangen damit. Und das ist eine Leidenschaft, das ist sehr viel Arbeit, das wissen Sie genauso. Ja. Aber es macht eine große Freude. Und Sie schreiben auch selbst. Ich bin ja zu faul, ich diktiere und da muss ich alles wieder umschreiben, weil ich ironisch bin. Und dann sage ich, das war eine tolle Idee, so diktiere ich das und dann steht aber, das war eine tolle Idee, ich meinte ja das Gegenteil. Und deshalb muss ich dann immer das umschreiben. Ich bin zu faul zum Schreiben. Nein, also ich liebe es selber zu schreiben. Ich habe das erste Buch habe ich gemeinsam mit einer wunderbaren Autorin hier aus Berlin geschrieben. Vor allem mein Deutsch damals war wirklich nicht gut und es war ein Auftrag von Rowald Verlag
Und ich habe mich gar nicht getraut, das auf Deutsch zu schreiben. Ich schreibe immer noch am liebsten auf Englisch. Und nach natürlich wird man geholfen und assistiert in das ganze Zusammenstellen von dem Buch. Aber dieses Ping-Pong dazwischen etwas entstehen zu lassen, ist hochspannend. Und ich lasse meinen Vater auch drüber schauen und mich beraten dazu natürlich. Haben Sie auch einen Lieblingsschriftsteller? Nein, nicht eins, aber viele. Viele. Charles Dickens nach wie vor ist jemand, den ich wahnsinnig gern lese. Aber Flaubert aussi, also auch, also viele, viele. Ihr älterer Bruder ist Intendant der Oper in Dubai. Nicht mehr. Nicht mehr, aber war es lange, ne? Ja, war er, ja. Welche Musik wird dort gespielt? Überwiegend europäische oder? Gemischt. Ich würde sagen, zur Hälfte europäischer, der andere Hälfte arabischer. Ist aber sehr sozusagen das Populäre, das Entertainment ist dort oder war zumindest unter seiner Führung sehr angefragt. Das heißt, arabische Popsänger, Sängerinnen und dann auch sehr viel mit Zirkus und Cirque du Soleil und solche Sachen, also große Events. Er war früher der Programmchef vom Royal Albert Hall in London. 6 Jahre lang hat er das Programm dort bestritten und ist sehr interessiert in diesen großen Produktionen. Und was hat er so erzählt über seine Erlebnisse in Bezug auf Frauenrechte oder auch was Alkohol und sowas betrifft? Hat er sich da einfach eingeordnet oder gab es da Widersprüche oder trügt der Schein über das Sein? Ich glaube nicht, dass es besonders trübt, wobei in Dubai, also ganz in Dubai, ich habe keine große Erfahrung von die arabischen Länder, außer Dubai war ich, um ihn zu besuchen, scheint es, als ob eine Parallelwelt tatsächlich existiert, weil so viele Ausländer, so viele Europäer, Expats, wie man sie nennt, dort leben, dass man, wenn man dort ist, sehr wenig mitkriegt von alles andere. Ja. Und natürlich, da birgt es Gefahr, dass man von dieser Kulisse sowieso nichts sieht. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass da ein großer Wunsch ist, Musik zu hören, europäische Musik. Und am Anfang, als er angefangen hat, war kein Publikum da. Und nach ist es richtig gewachsen. Und da spielen wir Musik von Frauen und wir spielen, oder ich habe Musik von jüdischen Komponisten gespielt und ich habe alles Mögliche da auch musiziert, weil als Musiker haben wir die Chance, tatsächlich auch ein Statement zu machen mit das, was wir spielen. Also Sie sagten ja schon, dass Sie ab 4 Jahren Violinunterricht erhielten. Ein anderes Instrument, wahrscheinlich schon wegen Yehudi Menuhin, kam für Sie gar nicht in Frage. Also sagen wir mal Klavier, Schlagzeug. Oder Oboe, um mal was ganz anderes zu nennen. Also ich glaube, meine Eltern wären froh, wenn es nicht Geige gewesen wäre. Jeder, der ein kleines Kind gehört hat, auch von der Geige am Anfang, weiß, ja, was für eine Qual das bedeuten kann. Ja. Ich hatte das große Glück, dass Menuhin eine Dame kannte, die um die Ecke gewohnt hat. Sie hieß Sheila Nelson. Und diese Dame war eine der größten Pädagoginnen für junge Kinder. Und ich bin da hingekommen mit 4. Und überall an diese Wänden hingen kleine Instrumenten. Und sie hat mir eins gegeben und wollte es unter mein Kinn tun. Und dann sagte sie, oh, es tut mir sehr leid, er ist doch ein bisschen klein. Kommen Sie in ein halbes Jahr wieder, das hat mehr Sinn. Und meine Eltern, gut. Und ich sah dieses Instrument, es war vor mir, und dann wurde es mir weggenommen und ich habe nicht verstanden, was passiert. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, was ist los? Er sagte, wir müssen gehen, wir müssen zurückkommen, du bist zu klein. Und ich habe auf der Stelle einen Wutanfall gehabt. Ich habe das ganze Haus zusammengeschrien. Ich habe so protestiert. Im Beisein der Lehrerin? Ja. Ja. Und sie sagt, mein Gott, was hat er denn? Und mein Vater sagt, er will Geige werden. Und dann sagt sie, na gut. Und dann hat sie mir dieses Instrument gegeben und ich habe es genommen und ich habe losgespielt. Das muss fürchterlich geklungen haben. Und ich wusste, ich habe es geschafft. Sie waren ja dann auch an der legendären Musikschule Yehudi Menuhin und zwar dann auch 2 Jahre im Internat.
War das ein bisschen furchtbar? Hatten Sie Heimweh? Unglaublicher Heimweh. Und wie alt waren Sie denn? 8. Ich bin mit 8 hingekommen, für 2 Jahre. Furchtbar, ja. Es war viel zu früh. Ich muss sagen, es war aber mein Wunsch. Ich wollte das. Ja. Und ich hatte irgendwie diese Idee, dass man umkreist wird von Musik und dass man sozusagen damit aufgehen würde. Und es war ein großer Fehler von mir, von meinen Eltern auch. Und die Schule hat teilweise überhaupt nicht funktioniert, muss man auch sagen. Und Sie hatten auch höllischen Ärger. Habe ich. Wollen Sie uns das Beispiel nennen? Es ist kaum vorstellbar, dass man dafür höllischen Ärger kriegt. Also ich hatte einen Geigenlehrer, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. Und der hatte ein halbes Jahr lang mir ein Stück gegeben. Und zwar von Bach, das A-Moll-Violinkonzert von Bach, erster Satz. Und nach ein halbes Jahr war ich immer noch beim ersten Satz von Bach und es klang immer noch genauso schlecht. Und ich war sehr frustriert und ich wollte das Mendelssohn-Violinkonzert spielen. Das war für mich mein Traum, dieses Werk zu spielen. Ich hatte meinen Lehrer gefragt, er hat gesagt, vergiss es. Ich habe andere Leute gefragt, die haben gesagt, vergiss es. Und irgendwann war ich so frustriert, dass ich mein Freund Icky, mit dem ich immer noch befreundet bin, sagte, du hast doch die Noten vom Mendelssohn, gib sie mir doch. Hat mir gegeben. Und dann kam ich auf die geniale Idee, mich einzuschließen in dem gemeinsamen Badezimmer und dort zu versuchen, Mendelssohn zu üben, was ich dann tat. Und nach 3 Minuten furioses Klopfen an die Tür und die Hausmutter kam rein, was mir dann einfallen würde. Und ich wurde sofort zum Direktor zitiert. Und es gab einen großen Knatsch, meine Eltern wurden angerufen. Denen wurde gesagt, ich hätte was Schlimmes gemacht. Sie sollen ganz schnell kommen. Sie haben gedacht, ich hätte vielleicht dieses Haus angezündet oder so. Ja. Dann kamen die an, ganz besorgt. Und dann tatsächlich gab es dieses Gespräch mit dem damaligen Direktor, der lebt nicht mehr. Und der sagte, Mr. und Mrs. Hope, ich muss Ihnen leider mitteilen, also, dass Ihr Sohn erwischt wurde. Und sie so, oh oh. Ja. Er wurde erwischt. Heimlich im Badezimmer beim Mendelssohn üben. Er soll Bach üben, nicht Mendelssohn. Und da war so absolute Stille. Ja. Und mein Vater, der eigentlich ein sehr nonchalant Charakter ist, sagte, wie bitte? Also habe ich das jetzt genau richtig verstanden? Es wurde ihm immer und immer wieder gesagt, dass er Bach üben soll, bis er es kann. Er kann es nicht, er darf nicht Mendelssohn spielen. Er hat die Regeln gebrochen und dieses störrische Wesen wird hier nicht geduldet bei uns. Und 2 Minuten später haben wir die Schule für immer verlassen. Und Ihre Eltern haben Sie deutlich mehr verstanden als den Direktor. Also meine Eltern haben gesagt, wie kann man ein Kind tadeln für einen kreativen Wunsch in einer Musikschule. Ja. Zu üben. Ja. Ja, gegründet von einem Musiker, der natürlich alles entdecken wollte. Und also es war, man muss sagen, fairerweise sagen, dass diese Schule hat sich sehr verändert. Es ist auch inzwischen eine sehr, sehr gute Schule, aber damals leider nicht. Und Sie gingen ja dann an eine Highgate School. Ja. Und die gefiel Ihnen doch offensichtlich sehr viel besser. Die war fantastisch. Das war eine ganz normale englische Schule. Sehr streng auch, aber akademisch auch fantastisch. Und dort habe ich auch Geschichte und Latein und alles Mögliche. Ich habe sozusagen eine richtige Ausbildung da gehabt. Und sie waren aber ganz glücklich, dass jemand kommt, der Musik kann. Insofern, es war eine perfekte, wunderbare Möglichkeit. Und jetzt, wo ich Vater bin, ich würde meine Kinder niemals auf ein Internat senden, weil gerade nicht in diese Alte. Ja. Warum war für Sie der Besuch des Sitar-Spielers Ravi Shankar so bedeutend? Also man muss sich vorstellen, bei Yehudi Menuhin war jede Besucher besonders oder Besucherin besonders, weil an einem Tag, wenn man Glück hatte, man war zufällig da in dem Haus, könnte man einen Wilhelm Kempff und gleichzeitig einen Ravi Shankar oder einen Stephen Grappelli und dann Premierminister Nehru zum Beispiel. Also er hat auf dieser Ebene mit Menschen verkehrt, Prinz Charles plötzlich oder König Charles jetzt.
Das war unfassbar. Seine Welt war sozusagen eine Art Filmkulisse. Aber als Ravi Shankar kam, hat er nicht nur großartig gespielt, sondern alles sah so wunderschön aus. Er hat sich auf den Boden gesetzt, im Schneidersitz, es wurde einen großen Teppich ausgerollt. Dann kam der Tablaspieler Alaraka, hat sein Table, seine Instrumenten rausgetan. Um ein Table zu stimmen, braucht man weiße Puder und einen Hammer. Und du tust Puder drauf und du schlägst mit dem Hammer und eine Wolke von Puder kam hoch. Und ich war 5 oder 6 Jahre alt und ich sehe diese Menschen da sitzen am Teppich. Und dann fängt Ravi Shankar an zu improvisieren und diese Klänge kommen. Ich war einfach so fasziniert. Was ist das für eine Musik und was ist das für eine Kultur? Und dann kommt der Yehudi dazu, setzt dich hin, als würde er also das immer gemacht haben und fängt an zu improvisieren, indische Musik zu spielen. Und zwei Welten, die eigentlich, dachte ich zumindest, optisch nichts miteinander zu tun haben, waren eine Welt. Das war eine Verbrüderung von Kultur und von Musik und eine Verschmelzung von gemeinsamer Inspiration. Und deshalb, bis heute denke ich an diesen Momenten zurück. Das war sagenhaft zu sehen und auch eine Ermutigung, wenn man sagt, wir passen nicht zusammen oder wir sind nicht eine Glaubensrichtung. Doch sind wir sind Menschen. Mit 9 Jahren spielten Sie schon Kammermusik mit dem Kontrabassisten Gary Kerr. Ja. Mit 12 Jahren spielten Sie zusammen mit Menuhin im Fernsehen Barock. Und mit 16 Jahren gingen Sie mit ihm auf Tournee und machten zusammen 60 Konzerte. Fantastisch. Aber warum mussten Sie dann weiter studieren? Sie waren doch dann schon Meister, oder? Nein. Nein, und das ist irgendwo das Schöne und gleichzeitig das Frustrierende ist, wir werden nie Meister, weil es gibt immer was zu tun. Ich habe gerade über Jascha Heifetz, den ich sehr bewundere, der große Geige, gerade gelesen, dass er sagte immer, es gibt keine Perfektion im Leben eines Musikers, es gibt Standards. Und immer wenn du einen Standard erreicht hast, dann musst du den nächsten Standard setzen. Und das ist wirklich wahr. Man lernt immer. Und gerade diese Zeit mit ihm auf Tour, ich meine, ich war teilweise 16, 17, 18. Wie war er zu Ihnen? Extrem großzügig, freundlich, offen, aber auch sehr kritisch. Und das ist gut, weil du musst lernen aus deinen Fehlern. Du musst gerade von einem Meister, und er war wirklich ein Meister, er hat so eine Ebene erreicht, wo er hat schon alles gesehen und alles erlebt. Wenn man bedenkt, er hat hier in Berlin sein Debüt mit 12 gemacht und nach dem Konzert rennt Albert Einstein in seine Garderobe, fällt auf die Knie und sagt, jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt. Das ist keine normale Erlebnis für einen 12-Jähriger. Ja. Und dann mit 80, rückblickend, kommt so ein junger Bursche und denkt, er kann, und er sagt, Moment, pass auf, so. Und jeden Abend Konzert, Gespräch vom Konzert, Probe, Konzert, Postmortem danach. Was hast du falsch gemacht? Und zwar in die Wunde rein, richtig in die Wunde rein. Und am nächsten Tag wieder so, aufstehen, wieder so. Und das war die beste Möglichkeit für einen Mensch zu lernen. Aß er gerne? Gingen sie dann zusammen essen? Also konnte er das Leben auch in anderer Hinsicht genießen? Ja, er liebte es, essen zu gehen. Er hat nicht, sagen wir, ausgiebig getrunken oder so. Er war immer sehr moderat. Er liebte aber Essen. Und das für mich sind neben den Konzerten die schönsten Erlebnisse, weil da in Restaurants oder allein in seinem Hotel nachts nach dem Konzert über das Leben zu sprechen und zu lernen und aufzusaugen einfach, was er alles geben konnte. Er war auch für mich einer der originellsten Menschen, die ich je begegnet bin. Wenn man ihn eine Möglichkeit geboten hat, kam er von der Ecke mit einem anderen. Und zwar nicht über Musik, sondern über Politik, über Geschichte, über Erfindung. Und das war einfach erstaunlich, diese Person zu beobachten, wie er in der Sekunde sich erfunden hat. Also, Sie studierten ja weiter. Deshalb erzählen Sie uns doch mal von der Royal College of Music und der Royal Academy of Music und der Musikhochschule in Lübeck. Ich meine, nach so viel Reutz plötzlich zur Musikhochschule in Lübeck. Ja.
Das war hintereinander. Das war hinter und teilweise parallel. Also angefangen habe ich in der Royal College als Vorstudent. Damals konnte man schon mit 13, 14 quasi so ein Vorstudium machen. Mhm. Das habe ich gemacht. Und dann bin ich nach der Abitur zum Royal Academy gegangen. Und ich bin dort hingegangen, weil ich mit einem Geigenlehrer studieren wollte. Ein russischer Geigenlehrer, Sacha Braun. Das war ein ganz berühmter Lehrer damals. Und der kam nach London. Und deshalb habe ich mich da beworben bei der Royal Academy, habe einen Platz bekommen. Und nach 2 Monaten sagte er, ich fühle mich hier nicht wohl in London. Ich gehe zurück nach Lübeck, wo er dort auch eine Professur hatte. Und ich sagte, ja, wie, jetzt bin ich hier und ich will nur mit Ihnen studieren. Und dann sagte er, dann komm mit nach Lübeck. Aber dann kam der Royal Academy und haben gesagt, ja, aber du bist Student hier, also du solltest es überlegen. Und so habe ich dann über 3, 4 Jahre tatsächlich es geschafft, sie zu überreden, dort in London Student zu bleiben und in Lübeck Privatunterricht mit ihnen zu bekommen. Und bin gependelt dann 4, 5 Jahre. Und wieso war das so ein ausgezeichneter Lehrer? Muss der selbst sehr gut spielen können oder muss er eigentlich nur gut hören und führen und einem das beibringen können? Das ist eine gute Frage und schwer zu antworten. In seinem Fall war er ein hervorragender Lehrer und ein hervorragender Spieler. Bis dahin hatte ich Lehrer, die eher mehr gesprochen haben und einen auf die Idee gebracht haben, was auch durchaus verständlich ist und kann auch genial sein. Aber in Sacha Brons Fall war das ein Gesamtpaket. Er hat so fantastisch erklärt, was du nicht kannst und woran du arbeiten musst. Und dann hat es dir gezeigt auch noch, um es noch schlimmer zu machen. Und da war man wirklich am Boden zerstört, am Anfang jedes Unterrichts. Und dann hat er einen aber sukzessiv wieder aufgebaut, wie ein Sporttrainer. Aber am Ende von einem Unterricht, was damals bis zu 4 Stunden dauern konnte, ein Unterricht damals, du hattest das Gefühl, du bist 15 Runden mit Mike Tyson gegangen. Also es war unfassbar. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ganz anders als Manuin, der auch kritisch war, aber eher so aufbauend in Inspiration. Bronn war sehr direkt und sehr kalkulierend. Was ist falsch? Mach es besser. Und das war im das Ergebnis des Unterrichts von Bronn würden wir jetzt gerne mal hören vor der Pause. Wenn Sie bitte. Wenn ich nur meine Geige mitgebracht hätte. Darf ich noch fragen, ist das die geliehene? Ja. Das ist die geliehene, also das ist die 1742 Ex Lipinski, genannt Ex Lipinski nach der berühmtesten Geige, der es im 19. Jahrhundert gespielt hat, ein polnischer Virtuose Lipinski. Gebaut wurde es von Guarneri del Gesù in Cremona und Lipinski war einer der einzigen, der große Niccolo Paganini geschlagen hat in den Geigenduellen. Also Paganini ging in jede Stadt, hat gesagt, ich bin hier, wer will gegen mich antreten? Und er hat immer gewonnen, außer bei Lipinski. Und das führte sehr schnell zu einem Bruch in deren Freundschaft. Und als man dann Paganini einmal gefragt hat, wer ist der beste Geiger der Welt, hat er gesagt, das weiß ich nicht. Aber der zweitbeste ist Lipinski. Also ich glaube, wo ich von Ravi Shankar gesprochen habe, spiele ich eine kleine Improvisation über ein Rage, ein Lied von Ravi Shankar. Normalerweise, wenn wir das in der gesamten Länge der indischen Musik spielen würden, würde es ungefähr 3,5 Stunden dauern. Aber ich glaube, ich kürze die Version ein bisschen. Thank you.
Am Schluss nochmal und da können wir dann da Capo rufen, ja? Jetzt haben Sie sich erstmal die Pause verdient, ja? Und wir kommen dann zum Senior. Sie haben mit berühmten Dirigenten und bedeutenden Orchestern zusammengewirkt. Sie gingen auf Tournee und bereisten unter anderem Buenos Aires, Wien, Zürich, Paris, Berlin. An allen bedeutenden Festivals wie BBC Proms, Salzburg, Luzern wirkten Sie mit. Erzählen Sie uns aber von dem, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Blue Arts Trio, zu dem Sie die Legende Menahem Pressler geholt hat. Das muss ja für Sie was ganz Besonderes gewesen sein. Ja, das Bosa Trio ist ein Klaviertrio, das 1955 gegründet wurde. Und Menachem Pressler, der in 10 Tagen seinen 99. Geburtstag feiert in London, ist ein Phänomen. Gründer dieses Klaviertrios, ein großartiger Mensch und Musiker. Und dieses Trio war wirklich weltberühmt, dank ihm und dank seinen Mitstreitern. Die Besetzung hatte sich über 50 Jahren ein bisschen gewechselt, mit Ausnahme des Pianisten, also Menachem, der als 29. angefangen hat, war irgendwann dann nicht mehr der Jüngste. Und ich bekam 2002 einen Anruf von der Konzertdirektion Adler hier in Berlin, die ich gut kannte aufgrund von Yehudi Menuhin. Sie waren auch seine Management sowie Management des Bosa-Trios. Und Frau Adler sagte mir, dass der Geiger vom Bosa-Trio plötzlich erkrankt war und die suchen nach einem Ersatz, ob ich Lust hätte einzuspringen und 18 Konzerten zu spielen, eine Woche später mit dem Bosa-Trio. Ich war 27 Jahre alt und hatte nichts zu tun. Und saß zu Hause, starrte die Wand an und hatte geübt, als dieser Anruf kam. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das. Nicht denken, dass ich eigentlich noch nie Klaviertrio gespielt hatte und dass man dann einspringt in ein Ensemble, die weltberühmt ist, die nur Klaviertrio spielt und das auf einer Ebene, mit der man das einfach nicht vergleichen kann. Und Pressler war sehr skeptisch, er hat gesagt, das ist ein 27-jähriger Junge, er war zu der Zeit 78. wir werden schauen, ob er das kann, so ein bisschen. Das dauert bei mir noch ewig. Und wir sind uns in Lissabon begegnet, wir haben 4 Tage sehr intensiv gearbeitet. Also Sie haben richtig geübt? Wir haben richtig geübt, also 4 Tage lang, ja, aber richtig Sie, geübt. Sie mussten ja reinkommen in dieses... Ich musste teilweise die Stücke lernen, aber wichtiger als das, ich musste wissen, wie kommuniziert man musikalisch mit diesen beiden Meistermusikern, die nur zu Hause sind in dieses Repertoire. Und das war ein Lauf ins Feuer sozusagen. Und irgendwie habe ich es geschafft, das erste Konzert zu spielen und danach habe ich gesagt, wenn ich ein Konzert schaffe, vielleicht schaffe ich die nächste. Und es wurden 400. Ja. und CDs. Was würden Sie als Grund dafür benennen, dass das Trio so fantastisch bis zum Ausscheiden von Pressler funktionierte? Also ganz klar,
wegen Menachem Preslers Vision seiner seine Liebe für Musik, die Ernsthaftigkeit, mit der er Musik und Kammermusik auch sieht und zelebriert und probt und übt, seine Großzügigkeit, dass er tatsächlich ein 27-jähriger, ahnungsloser Musiker reingelassen hat in diese Welt. Also das war ein unglaubliches Risiko seinerseits. Und von meiner Seite aus habe ich das als unfassbare Lernmöglichkeit gesehen. Ich war dankbar für jede Probe, dass ich überlebe, dass wir weitergehen. Und ich kann Ihnen sagen, nach der ersten Probe sah das so danach aus, als müsste ich nach Hause gehen, weil es hat nichts funktioniert. Also ich habe versucht natürlich, aber er war unzufrieden, der Cellist Antonio Manessis war unzufrieden. Und ich wusste schon, das wird nichts, wenn ich jetzt nicht ganz schnell was mache, wenn ich nicht ganz schnell verstehe, was passiert hier und wie finde ich mich zurecht. Und da habe ich mich so einen Rück gegeben, dass es dann doch funktioniert hat. Und so habe ich dieses Überlebungsprinzip aktiviert in mir, die dann lange gegangen. Wir waren fast 7 Jahre zusammen dann, bis tatsächlich das Trio sich zurückgezogen hat. Ja, das stimmt. Aber ich finde es trotzdem fantastisch. Das heißt, eine kleine gemeine Frage muss ich stellen. Was wurde denn aus dem Geiger, der vorübergehend krank war? Also es hieß, als er hatte eine Nackenverletzung. Ah ja. Und es hieß, er würde dann eine Operation machen und dann würde er zurückkommen. Insofern war es für mich einfach, diese 18 Konzerten ja, zu spielen. Klar. Und dann, das wär's. Und während dieser 3 Wochen Tournee kam die Nachricht, dass diese Operation nicht wirklich gelungen ist. Mhm. Und dass er mehr oder weniger das Geigenspiel aufgeben musste. Und so waren sie dann vor dieser großen Schwierigkeit, machen sie weiter oder nicht? Ja, klar. Und da war Menachem Preslers auch nicht sicher. Er sagte, wir haben fast 50 Jahre gespielt, vielleicht wäre es Zeit, das einfach ruhen zu lassen. Das wäre auch in Ordnung. Und dann aber durch diese Zusammenstellung und durch die Konzerte, die dann tatsächlich ganz gut gelaufen sind, er sagte zumindest, er kriegte wieder einen neuen Rück, neues Energie und sagte, nein, lass uns weiter, lass uns es machen, solange wir können. Sie spielen ein breites Repertoire, also zum Beispiel Bach, Händel, Telemann, aber auch Vivaldi und gerne auch Stravinsky, Schostakowitsch, Scribin, Urban Berg, Benjamin Britten, aber auch Kurtak, Penderecki und Halfdan. Brauchen Sie diese Breite? Brauchen Sie Abwechslung auch in der Musik? Es gibt ja so Geiger, die immer so eine Linie spielen und ganz selten ausweichen, aber Sie sind völlig anders gestrickt. Also ich bewundere auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann sich auf 2, 3 Stücke fokussieren und das machen sie großartig. Niemand braucht das, aber ich liebe das, sagen wir so. Und das ist für mich so spannend, neue Welten zu entdecken, mit neuen Musikerinnen und Musikern zu arbeiten, neue Einflüsse, neue Impulse, andere Musikrichtungen, was ich bereits von der indischen Musik gelernt habe, von der irischen Volksmusik. Oder ich durfte neulich mit Sting arbeiten wieder und ihn einmal noch zuzuhören und zuzuschauen, wie er überhaupt tickt. Und das bringt mich zurück zu diesem Anfang, wo bei Menuhin war es nicht so, dass heute kommt ein klassischer Musiker und ein Jazzmusiker, sondern es kommt ein Musiker und die machen Musik zusammen. Und ich war erst 12 oder 13, als ich gemerkt habe, es gibt sogenannte Kategorien. Ich wusste gar nicht, dass es diese Kategorien, diese Schubladen gibt. Und in der klassischen Welt ist es sehr oft verpönt, dass man über den Tellerrand schaut. Und das finde ich schade, weil es muss nicht jeder machen. Aber wenn man diese Lust spürt, dann lernt man einfach davon. Als Sie jung waren, sind Sie doch immer tanzen gegangen. Welche Art von Musik liebten Sie? Rockmusik? Ja, ja. So Elvis Presley und Little Also Richard. Elvis Presley, mein Vater ist der größte Elvis Presley-Fanatiker. Insofern, Elvis Presley lief den, rauf und runter. Den Rock'n'Roll oder die Schnulzen? Rock'n'Roll. Ja. Mein Vater ist 1956, also gerade mein Vater, sobald es schnulzig wurde, ja, war er dann schon wieder nicht so glücklich. Ja. Weil er wollte diese alte Rocker, diese gefährliche Elvis. Der Rocksänger Deutschlands, Peter Krause, mit dem war ich jetzt zusammen und
da habe ich gefragt, warum haben Sie denn plötzlich Schnulzen gesungen? Sie haben doch davor immer Rock'n'Roll, da sagt er, die Manager. Über Elvis Presley, es bringt mehr Geld. Schnulzen hören fast alle. Rock'n'Roll immer nur so ein Teil der Jugend. Und deshalb hat das starke finanzielle Folgen. Aber es gibt eine sehr schöne Geschichte. Und ich musste daran denken, vorhin, als wir hier angekommen sind, natürlich wegen dem Theater auch direkt neben uns hier, dass Marlene Dietrich in Hollywood war und sie hat sich mit Kurt Weill getroffen. Und Kurt Weill sollte sie überzeugen, einen großen Hollywood-Film mitzumachen. Und es gab diese Begegnung und er hieß in der Sekunde, wo er in Amerika ankam, nicht mehr Kurt Weill, sondern Kurt Weill. Er wurde Amerikaner. Und die beiden sind sich begegnet in einem Studio und er hat Lieder mitgenommen und Marlene Dietrich fing an zu singen und er zu spielen und sie unterbrach ihn. Und sie sagte, wieso schreiben Sie nicht mehr die alten deutschen Lieder? Wieso machen Sie das jetzt so, wie es ist, diese Schnulzige? Warum machen Sie das? Und er berichtet in seinen Memoiren, er sagt, ich habe sofort gesagt, wir sind jetzt in Amerika, jetzt schreibe ich so. Und er hat sie sitzen lassen und ist rausgegangen. Aus dem Film wurde nichts. Ja. Aber dieser wunderbare Moment, diese Begegnung, die stattfindet, also Alt-Berlin trifft sich in Hollywood und die Geschichte ist dann geschrieben. Warum ist Ihr Lieblingsstück Bertoldis Violinkonzert Opus 64? So ein Lieblingsstück ist ein bisschen wie bei Lieblingsessen. Es ist eine natürlich der beeindruckendsten Werken, Mendelssohns Violinkonzert, seine Musik sowieso. Aber es gab auch ein Erlebnis für mich, ich glaube, ich war 3 oder so, und ich hörte es zum ersten Mal in London. Und es kam damals ein junger Geiger aus Israel, Pinchas Zuckermann. Und er kam auf die Bühne und allein wie er auf die Bühne kam, war ich schon unglaublich beeindruckt, weil er so erschien, als ob er 3 Meter groß wäre. Und dann spielte er dieses Violinkonzert und das geht los mit einer unglaublichen Melodie auf der E-Seite und sein Klang strahlte den ganzen Saal. Und schon da habe ich zu meinem Vater gesagt, das will ich auch. Ja. Sie wirkten auch an Uraufführungen mit von Peter Maxwell Davis und von Alfred Schnittke, der wohl Ihr Lieblingskomponist ist. Stimmt das so von den Neueren? Auf jeden Fall eine der ganz Großen. Schnittkes Musik hat mich zutiefst beeindruckend und inspiriert. Und ich bin ihm begegnet, als ich noch Student war in Lübeck, als ich da auf meinen Musikunterricht wartete. Und ich hörte irgendwann mal beim Schleswig-Holstein-Festival einen Student, der hat Musik von Schnittke gespielt. Und ich war hin und weg. Ich wollte ihn kennenlernen und ich hatte herausgefunden, dass er in Hamburg lebt. Aber damals gab es kein Internet und kein E-Mail und so. Und das Management hatte abgeblockt, ich hatte keine Chance. Und irgendwann hörte ich war irgendwie auf ein Dinnerparty eingeladen, dann hörte ich, wie ein Ehepaar über einen berühmten Komponisten gesprochen hat, der im gleichen Haus wohnt. Und ich habe herausgefunden, dass das war Schnittke. Und dann habe ich sie nach ihrer Adresse gefragt. Und dann bin ich an einem Sonntagabend, irgendwann im November, Dezember, mit einer Kassette mit Musik von Schnittke, das ich eingespielt habe, bin ich zu ihm nach Hause gegangen und wollte eigentlich diese Kassette und einen kleinen Brief in seinen Briefkasten werfen. Und es war so in Eppendorf in Hamburg, die Briefkasten waren drin und nicht draußen. Das heißt, du musstest reinkommen ins Haus. Und dann habe ich geklingelt in einem Moment des Wahnsinns und die Tür ging auf. Ich ging da rein und dachte, ich werfe das in den Briefkasten, dann verschwende ich ganz schnell. Und als ich dabei war, das zu tun, machte die Tür im ersten Stock auf, Licht ging ran und dann hörte ich seine Frau. Und sie sagt, wer ist da bitte? Und da war so ein Moment, was tue ich? Renne ich weg und werfe einfach den Brief oder bleibe ich? Und dann bin ich geblieben und bin dann hochgekommen, habe versucht zu erklären, wer ich bin. Sie schaute mich ein bisschen besorgt an. Und ich sagte, ich bin Geiger, ein Student und ich habe eine Kassette mit der Musik von Alfred Schnittke, ob ich ihr das geben kann. Und dann sagte sie, kommen Sie rein. Und machte die Tür auf. Und ich ging rein in die Wohnung und da saß Schnittke auf dem Sofa und hat Fernsehen geschaut. Und ich stand da eine Weile mit meinem Umschlag
Und sie sagte, setzen Sie sich neben ihn. So, und dann habe ich mich hingesetzt neben ihm. Und dann haben wir beide ein bisschen Fernsehen geguckt. Und dann nach ungefähr 20 Minuten drehte er zu mir und sagte, wer sind Sie? Und es war noch Sportschau. So. Und also man muss sagen, also natürlich jetzt im Nachhinein, also dass man bei jemand klingelt, ohne sich zu kennen, an einem Sonntagabend ist schlimm genug. Aber dann in Hamburg, Eppendorf, an einem Sonntag, das geht gar nicht. Also das war, aber er fing an, tatsächlich sich zu interessieren. Und nach einer Stunde sagte er, kommen Sie nächste Woche wieder. Und dann kam ich dann nächste Woche und dann kam ich wieder nächste Woche. Und da lernte ich, was es bedeutet, einen lebenden Komponisten kennenzulernen. Und nicht nur diesen Menschen auf dem Papier, die tot, lange tot sind, sondern da ist ein Komponist, du kannst ihn fragen zu seiner Musik. Und das hat für mich eine ganze neue Welt aufgemacht. Sie gestalteten 2008 am Flughafen Tempelhof unter anderem mit Quasthoff, Pressler und Raabe ein Konzert gegen Pogrome. Sie spielten auch die Reihe Forbidden Music mit Stücken von den im KZ Theresienstadt internierten Komponisten. Die eigene Familiengeschichte verlässt einen ja nie. Ist das etwas, was Ihnen nach wie vor viel bedeutet, dass die Geschichte nicht untergeht, dass man sich daran erinnert und dass man gerade die Musik solcher Komponisten eben nicht vergessen darf? Ja, also für mich ist das lebensnotwendig, diese Musik, diese Musiker, diese Komponisten, diese Botschaft einfach am Leben zu erhalten. Weil wir natürlich jetzt eine gewisse Distanz zu dieser Zeit bekommen haben, aufgrund der neuen Generation, und man nicht unbedingt mehr weiß, wer diese Menschen war oder was Theresienstadt war oder vielleicht sogar was Auschwitz war. Oder wir kommen in eine Zeit, wo es sogar geleugnet wird. Und deshalb als Musiker, das ist meine Meinung, das Einzige, was wir tun können, ist die musikalische Botschaft aufrechtzuerhalten. Und das ist für uns relativ einfach zu tun. Und wenn ich dann an meine Familie denke, an diese verschiedenen Ecken, gerade hier in Berlin, wo sie quasi omnipräsent sind, zumindest in meinem Kopf, ist das eine sehr, sehr schöne Erinnerung an sie, aber es gibt so viele andere. Und wenn man über die Stolpersteine, wenn man sie sieht, wenn man sieht, wie die Kinder zum Beispiel am 9. November sie putzen auf der Straße, das hat uns sehr bewegt, meine Frau und ich, als wir es neulich gesehen haben. Und das sind so Momente, wo man merkt, dass diese Geschichte eine lebende Geschichte ist, auch wenn diese Menschen nicht mehr leben. Wie kam es zu Ihrem Exklusivvertrag mit der DGG, also der Deutschen Grammophongesellschaft? Das ist ja nicht so leicht, ne? Nein, das ist richtig. Ich fing an, Platten aufzunehmen, 1999, für ein ganz kleines englisches Label, Nimbus Records, die mir sozusagen die erste Chance gegeben haben, wofür ich noch heute dankbar bin. Ich habe 3-4 Platten mit denen gemacht. Danach ging ich zu Warner, was schon ein großer Sprung war von Nimbus zu Warner. Und bei der Warner-Platten ging sozusagen dann schon eine gewisse Erfolg los und eine gewisse Sichtbarkeit. Und dann wurde der A&R-Chef von Warner gefeuert. Und der war sozusagen mein großer Freund, der hat das alles für mich möglich gemacht. Und ich war ganz mit ihm am Boden zerstört, weil wir hatten so viel vor und er auch für viele andere Künstler. Und 2 Wochen später bekam er das Jobangebot bei DG, bei Deutsche Grammophon, zu arbeiten. Und er rief mich an und sagte, das Erste, was ich tue, ist dir einen Deutsche Grammophon-Vertrag besorgen. Was nicht so einfach ist. Und es hat auch nicht sofort funktioniert, aber er hat wirklich alles in Bewegung gesetzt. Und dann habe ich tatsächlich 2007 unterschrieben. Und das ist, ich meine, seitdem haben wir 25 Alben gemacht. Und das ist ein großes Glück für mich, mit ihnen zu arbeiten. Und vor allem die Diskografie so zu formen mit Projekten, die man liebt, die man selber gestaltet. Die geben mir sehr viel freie Hand. Und ich darf viele Kolleginnen und Kollegen dazu holen für die musikalische Gestalten. Und das ist ein großes Geschenk auch.
Warum nutzen Sie keine Notenblätter und machen alles über den Computer? Nur weil Sie moderner sind als ich? Oder hat das auch andere Vorzüge, zum Beispiel, dass Sie nicht blättern müssen und alles mit dem Fußpedal bedienen können? Weil ich verstehe das mit den Blättern immer nicht. Da muss man ja einen Moment unterbrechen. Genau, genau. Ja, mit dem iPad spiele ich jetzt seit 11 Jahren tatsächlich. Und zwar nur, und das ist wunderbar, weil alles ist da drin, man muss nicht mehr die ganzen Noten schleppen. Aber mein Computer fällt mal aus, was machen Sie denn dann, wenn der plötzlich spinnt, so ein Computer? Ja, also meistens diese iPads sind relativ sicher. Wobei, das einzige Mal, wo ich was hatte, war ein Konzert in Japan, wo tatsächlich dieses Fußpedal nicht funktioniert hat im Konzert. Es hat in der Probe funktioniert und dann im Konzert nicht. Und ich fing an zu drucken und es passierte nichts. Und ich musste dann über meine Schulter schauen. Es war mit einem Pianist und ich musste von seinen Noten lesen. Und ich spielte so und machte das. Und es war ganz viel Chaos auf der Bühne. Und es waren 2.500 Leute und die saßen komplett drumherum. Und irgendwann mal, nachdem ich so oft gedruckt habe, plötzlich ging dann dieses Command los und die Seiten werden. Und in diesem Moment ungefähr 1.000 Japaner, die hinten saßen. Oh! Also. Ein kleines Risiko gibt es eben auch. Ne? Gibt es auch, gibt es auch. Sie haben eine große Liebe zum Theater, spielen auch in Theaterstücken und schreiben Drehbücher. Erzählen Sie uns von Ihrer Beziehung zu Klaus Brandauer. Also Klaus-Maria Brandauer bin ich zum ersten Mal im Jahr 2000 begegnet. Ich hatte so einen Traum, die Geschichte vom Soldaten von Igor Strawinsky zu machen. Ein Stück eigentlich für 3 Schauspieler und kleines Ensemble, Musikensemble. Und ich habe, muss man sagen, Klaus-Maria Brandauer gestalkt, fast ein Jahr lang, bis ich ihn tatsächlich dran hatte und ihn überzeugt hatte, einmal dieses Projekt zu machen. Und das war so ein Feuerwerk und so eine grandiose Begegnung mit ihm, dass er gesagt hat, wir machen jetzt weiter. Und wir haben jetzt seit 20 Jahren immer wieder Projekte gemacht. Wir haben einen Bonhoeffer-Abend gemacht, wir haben einen Abend über die tschechische Musik, über Theresienstadt. Wir haben ganz viel zusammen gemacht. Und das hat mich auch so auf diese Themen gebracht, Musik und gesprochenen Wort. Und hat mich auch ein Entree zu anderen wunderbaren Schauspielern und Schauspielern gemacht. Sebastian Koch, mit denen ich auch viel jetzt mache. Katja Rehmann, also das sind Leute, von denen ich als Musiker auch viel lerne, weil das Timing eines großartigen Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist nichts anderes, als was wir machen. Und wenn du siehst, wie ein Brandauer jedes Wort manipuliert und jede Silbe auskostet, ich versuche das auch in einer Phrase. Also das war eine große Inspiration für mich mit ihm. Also gerade mit ihm, weil es gibt, also Brandauer ist natürlich so ein Kolossus. War das eine Freundschaft? Es ist eine Freundschaft jetzt. Am Anfang, wir kannten uns nicht, er war sehr skeptisch, er hat 20 Mal abgesagt. Und ich glaube, nur weil ich so hartnäckig bin, er war am Ende, glaube ich, so genervt von mir, weil ich ihn überall verfolgt bin. Und ich stand sogar, ich weiß noch, wie er versucht hat, dann das Konzert tatsächlich dann auch noch irgendwie abzusagen. Und er war in Altaussee und er hat gesagt, ja, mir geht's nicht so gut und ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Und dann habe ich einen Fahrer sogar gebucht, der ist von Köln nach Altaussee gefahren mit dem Auto. Und ich habe gesagt, du stehst vor seinem Haus und du gehst nicht weg, bis er ins Auto kommt. Und ich habe ihn von Altaussee nach Gstaad fahren lassen, das waren 14 Stunden. Weil ich wusste, er ist im Auto, ich weiß, dass dann er kommt. Und ich glaube, er war am Ende so doch beeindruckt, dass jemand nicht losgelassen hat, dass er gesagt, wir können noch mal was machen. Was bedeutet Ihnen Ihr Wirken als Moderator beim WDR und als Gastgeber bei Arte und als künstlerischer Leiter der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, als leitender Solist beim Zürichen Kammerorchester, als Geiger für das Konzertprogramm der Dresdner Frauenkirche und als Präsident des Bonner Beethovenhauses mit und schreiben für Cicero?
Wissen Sie denn morgens überhaupt, wo Sie abends sind, oder müssen Sie sich erkundigen? Sind wir in Berlin? Ja. Also ich muss fairerweise sagen, nicht alle von diesen Tätigkeiten sind noch aktuell. Ja, ich aber, ja aber die meisten schon. Nein, ich weiß schon sehr wohl, wo ich bin. Am liebsten bin ich zu Hause bei meiner Familie. Und spätestens, wenn ich da bin, weiß ich ganz genau, wo ich bin. Weil das ist das Leben, wofür ich lebe. Also Sie leben voll. Macht es Sie nicht auch ein bisschen verrückt, dass Sie sich sagen, übermorgen bin ich da? Damit ich kenne das ja. Ich bin auch wollte verrückt. Ich gerade sagen, ja, Sie sind nicht bekannt fürs Stillsitzen. Na, ich habe ja dafür 4 Berufe. Ich bin Politiker, Rechtsanwalt, Moderator, das mache ich jetzt gerade, und ja. Autor. Anstrengend. Irgendwas muss ich mal aufhören. Aber Sie sind ja noch jung. Also Sie aber Sie machen ja es, weil Sie es lieben und weil das eine Leidenschaft von Ihnen ist. Und das ist ein Privileg, dass wir dürfen unsere Leidenschaften ausleben. Und das stimmt, aber ich bin froh bei Ihren Terminen und Ihren Verpflichtungen, dass ich diesen Abend hier gekriegt habe, ehrlich gesagt. Ja? Und dann noch den Sonntagabend. Ja? Sie haben Vivaldis 4 Jahreszeiten dirigiert. Warum haben viele Musiker den Wunsch, auch mal zu dirigieren? Liegt das an der gehobenen Verantwortung plötzlich für das Ganze? Also nicht nur für das einzelne Instrument, das man bedient, sondern für das Ganze? Also man muss vielleicht eins nur klarstellen. Ich leite 2 Orchestern von der Geige aus. Das heißt, ich ersetze quasi einen Dirigent. Aber ich dirigiere nicht, also ich bin nicht derjenige, der steht mit einem Baton ohne Instrument und dirigiert, sondern ich leite mit. Das heißt, ich bin quasi Teamplayer. Es ist auch eine Leitungsfunktion, aber es ist nicht ein Dirigent. Identisch. Trotzdem ist es so, dass viele Musiker den Wunsch haben, die Instrument zur Seite zu legen und nur zu dirigieren. Ich gehöre nicht dazu, muss ich sagen. Das ist ein so große Verantwortung und es ist ein ganz anderer Beruf. Und ich habe großen Respekt davor und ich finde es faszinierend zu schauen, aber ich bleibe lieber bei meinen Musikern, wo ich die Geige in der Hand habe und mit kommunizieren und mitspielen. Vor allem muss man sagen, die beiden Orchester, die ich leite, das Zürcher Kammerorchester und das New Century in San Francisco, die sind es gewohnt, ohne Dirigent zu arbeiten. Das heißt, es ist wie Kammermusik, aber auf einer großen Bühne. Und das ist wahnsinnig schön. Sie haben während der Pandemie viel auf Social Media gespielt. Haben Sie diese sozialen Medien jetzt für sich entdeckt, dass Sie sagen, das muss man nutzen, um auch, weiß ich was, Jugendliche und viele andere an Musik heranzuführen? Also sagen wir, ich habe nicht unbedingt soziale Medien entdeckt dadurch, aber ich habe das Hauskonzert komplett neu für mich entdeckt. Ich habe immer das geliebt, zu Hause zu spielen. Und dann kam diese schwierige Zeit und diese Pandemie, wo alle Konzerte auf einmal von heute auf morgen weg waren, 200 ja, in Luft aufgelöst. Und plötzlich kam diese Möglichkeit durch Arte, doch Musik zu machen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich ein Hauskonzert gebe, ein Hauskonzert definiere ich über die Gäste, die ich bei mir im Haus habe. Und deshalb habe ich gesagt, ich versuche mal Menschen anzurufen, zu gucken, wer Zeit hat. Und alle hatten Zeit zum Beispiel, aber das heißt nicht, dass die kommen. Das heißt nicht, dass es funktioniert. Und wir haben angefangen mit 5, 6 Sendungen. Das war die Idee erstens. Und das ging innerhalb von 36 Stunden, von dem Moment an, wo wir entschieden haben, das zu tun, bis zur ersten Live-Sendung. Und inzwischen, wo ich denke, wir haben über 150 gemacht und über 400 Künstler, hatte ich niemals für möglich gehalten. Aber ich habe dadurch gelernt, dass die sozialen Kanäle doch eine Verbindung geben zu den Menschen da draußen. Und das war wahnsinnig schön für uns, zu spielen in einer Zeit, wo man nicht wusste, was passiert am nächsten Tag. Die Schreckensmeldungen kamen täglich rein. Und trotzdem konnte man abends ein Konzert geben. Und dann gab es Feedback. Und das Schöne war, in ein Konzert, du spielst ein Konzert, vielleicht begegnest du jemanden danach und die sagen was zu dir und dann gehst du nach Hause. Hier hast du ein Konzert gespielt und Monate später kommentieren die Menschen immer noch auf dieses Konzert. Das heißt,
dieses Konzert oder dieses Abend lebt weiter und weiter und weiter. Und dann millionenfach. Und das war tatsächlich etwas, was ich komplett unterschätzt hatte und neu entdeckt habe. Und bin sehr dankbar, dass wir so lange durchhalten konnten. Also wir haben bei einer Staffel alleine 49 Mal in Folge produziert. 49 Abende live, ohne eine Pause, bei uns zu Hause. Also meine Frau war nicht ganz so begeistert, aber ansonsten war das schon großes Glück, dass auch niemand krank geworden ist, dass Arte dabei war zu sagen, wir haben eine Verantwortung, die Menschen mit Kultur zu versorgen jetzt, mit Konzerten. Das macht nicht jeder Fernsehsender. Wieso zogen Sie 2016 von Wien nach Berlin? Also, wir waren in Wien sehr glücklich. Ich war hauptsächlich da, weil meine Mutter da lebt und wir wollten da mehr Zeit verbringen. Und wir merkten aber, so schön Wien auch ist, ist es nicht zu Hause. Wir fühlten uns einfach, als wären wir immer Touristen da. Es ist immer so schön da im ersten Bezirk und so, aber man kratzt nicht wirklich unter diese Oberfläche. Und wir saßen irgendwann 2015 Weihnachten zu Hause auf dem Sofa und meine Frau sagte einfach, wollen wir nicht irgendwo anders? Einfach so. Und wir hatten, unser Sohn war ganz klein noch und wir haben überlegt, New York, Paris, London, Berlin, doch Berlin. Und wir sind sack und pack innerhalb von 3 Tagen, wir haben auch unglaubliches Glück, wir haben eine Wohnung gefunden und sind einfach Hals über Kopf nach Berlin gekommen. Nicht wissen, ob das funktionieren würde. Ja, ich bin auch dankbar, wenn Sie in New York lebten, wäre dieser Abend wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Schwieriger. Sie fahren Ski, wie ich, Abfahrt oder machen Sie Langlauf? Also ich habe immer viel Downhill gemacht. Ich mache jetzt aber kein Ski schon seit 15 Jahren mehr, weil es einfach... Auch nicht mehr Langlauf? Auch nicht mehr. Ich bin 74 und mache immer noch Abfahrten. Daran dürfen Sie sich ausnahmsweise mal ein Beispiel nehmen. Und das macht mir auch Spaß und vor allen Dingen diese frische Luft den ganzen Tag. Wo habe ich die sonst? Ja, stimmt. Ihr aktuelles Album heißt Amerika. Sie haben Musik für die Ukraine gespielt. Sie machen Wintermärchen in der Elbphilharmonie mit Katharina Thalbach. Ja. Besuchen Budapest, Sofia und Zürich. Kurzum, Sie sind rundum unterwegs. Und ich finde das bewundernswert und das zeigt, wie viel Lebenskraft in Ihnen steckt. Das nutzt auch Ihrer Frau und Ihren Kindern. Wenn die mal unzufrieden sind, dürfen Sie ihnen das von mir bestellen. Aber was mich interessiert ist, haben Sie irgendeine Beziehung oder einen Kontakt zu Daniel Barenboim oder was halten Sie von ihm? Ich habe einen Kontakt, muss ich sagen, mehr zu seinem Sohn. Wir sind sehr befreundet. Mhm. Denn Michael ist ein enger Freund von mir und von meiner Frau und seiner Frau auch. Und wir sehen uns regelmäßig. Zu Daniel Barenboim habe ich keinen engen Kontakt, würde ich sagen. Aber wir sind uns schon mehrmals begegnet und ich bewundere ihn sehr. Und ich finde, dass er... Also erstens bin ich sehr traurig, dass es ihm nicht so gut geht. Und ich wünsche ihm natürlich eine schnelle Genesung und hoffe, dass er wieder auf die Bühne kommt. Weil ich glaube, für einen Musiker ist es das Schlimmste, ist nicht auftreten zu können. Aber ich glaube, bei ihm ist es noch schlimmer, weil ich habe selten Menschen erlebt, die Bühne so sehr lieben und so sehr beherrschen. Und er hat viel für Berlin gemacht, er hat viel für die Verständigung zwischen musikalischen Kulturen gemacht. Und er ist ein Individualist. Also er ist eine Persönlichkeit in unserer Welt. Und er hat eine Meinung, man muss nicht immer gleiche Meinung sein, aber er hat eine Meinung, er hat eine Haltung. Und ich bewundere sehr Musiker, die auch eine Haltung haben. Was halten Sie von David Garrett? Wir sind auch befreundet. Ja? Wir sind auch eng befreundet. Ich schätze ihn sehr. Ich mag ihn sehr. Und wir teilen viele Leidenschaften. Aber eins, wir nennen uns Geigen-Nerds, weil wir lieben dieses Instrument. Und wir treffen uns immer mal wieder. Und
probieren andere Instrumenten aus und er ist dann... Durfte er schon mal auf ihrer geliehenen Geige? Ja, ja, ja. Er hat da öfters drauf gespielt, ich auf seins. Und er hat neulich, und das muss ich sagen, ist unglaublich, sein großer Faible ist für Del Gesù, Guarneri, genau dieses Instrument. Inzwischen hat er auch eins, seins gehört ihm. Das heißt, er hat nicht geliehen. Nee, er hat es nicht geliehen, das hat er nicht nötig. Sie wissen übrigens, ich bin gar nicht sicher, ob Sie wirklich geliehen oder gemietet haben. Laie ist immer gebührenfrei. Sie sind der Anwalt, also. Bei Miete muss man, bei Miete muss man was bezahlen. Deshalb ist immer, ich finde das witzig, wenn immer Fahrradverleih steht. Ich ärgere die dann immer, sage ich, kostet ja nichts. Wieso? Sagt er. Ja, das ist eben dann Fahrradvermietung, das ist der Unterschied. Ja, ja, ja. Also ich nehme mal an, es ist keine reine Laie, ne? Juristisch gesehen? Ja. Nein, also es wird zur Verfügung gestellt, sagen wir so. Aber um zurück zum Thema zu kommen. Ja. David hat tatsächlich ein wunderschönes Instrument und er hatte sich in den Kopf gesetzt, so viele Del Gesus aus der ganzen Welt zusammen in einen Raum zu bekommen. Und das ist ihm gelungen, im Oktober, hat er es geschafft, 22 Del Gesus in der Philharmonie Berlin. Er hat den kleinen Saal gemietet und dann hat er 18 Instrumente nebeneinander und er hat ganz viele Kollegen, auch sehr berühmte Geiger, eingeladen. Wir sind alle dahin gekommen und haben den Abend in der Philharmonie nur unter uns und alle ausprobiert. Und der Julian Rachlin war dabei zum Beispiel, wunderbarer Geiger, und Henning Kaggeruth. Und wir haben uns, also wahrscheinlich sehr langweilig für die meisten, aber um alles Mögliche so ausgetauscht und ausprobiert. Und da muss ich sagen, nur einer würde das schaffen und das ist David. Also dass er mit seinem Know-how, seiner Verbindung und seiner Leidenschaft für die Geige, also er ist ein leidenschaftlicher Violinist. Ja. Und das ist toll zu spielen, finde ich, das zu sehen. Ich war mal mit ihm zusammen in einer Fernseh-Talkshow. Das war auch schön. Ich muss dann immer ein bisschen die Moderation mit übernehmen. Ich halte das sonst nicht aus. Und da hat er mich auch beeindruckt mit seinen Antworten. Und er hat mir eine CD geschenkt. Die machte mich wiederum bei meiner Tochter sehr beliebt. Die CD, meine ich. Ist angekommen. Lieber Daniel Hoop oder Daniel Hoop, Sie sagten einmal, Bach und Vivaldi waren Giganten, Sie und andere Musiker sind nur Interpreten, aber Sie sind ein ausgezeichneter Interpret. Sie sind ein südafrikanisch-irischer Katholik mit protestantischer und jüdischer Verschmelzung. Zu Ihrer Familie gehört auch der erste Rabbiner von Potsdam. Sie besitzen seit 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft und sind mit anderen Worten ein Weltmensch, ein Weltmusiker, ein Mann, den man zu Recht Star nennt. Und ich möchte Ihnen herzlich danken und hoffen, dass wir Sie noch ewige Zeit vielfach erleben und genießen können und freue mich jetzt schon darauf, dass Sie wieder zur Geige greifen und sage schlicht und einfach, ganz herzlichen Dank an Sie. Danke, Herr Wiesner. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
dann zusammen, oder? Ja, ja, ja.